Falls ihr noch auf der Suche nach günstigen Ultimate-Team-Münzen seid, schaut auf jeden Fall mal bei meinem Sponsor IGFault vorbei. Dort gibt es die günstigsten und schnellsten Coins und mit dem Code BRO kriegt ihr noch 6% Rabatt. Gönnt euch, Freunde! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der FIFA 17 Road to Ballon d'Or Karriere, Freunde. Mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Und ihr seht es, es läuft einfach perfekt momentan. 12 Spiele haben wir gemacht, 29 Punkte Tabellenführer, 2 Punkte vor Hannover und schon 6 Punkte vor dem dritten. Und das ist St. Pauli. Also es läuft momentan richtig gut. Dazu hat unser Jugendspieler bzw. unser Kreisligaspieler Simon Gamerbrother im letzten Spiel einfach sein erstes Tor geschossen. Das war noch richtig schön. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, checkt ihr auf jeden Fall aus. Kam vor ein paar Tagen online, Freunde. Und es würde mich natürlich wieder freuen, wenn wir auf diesem Video wieder ein paar Likes zusammenbekommen. Ich denke mal, 1500 sind auf jeden Fall wieder drin. Ihr seid bei der letzten Folge richtig abgegangen, weil ihr mehr von der Serie sehen wollt. Und ja, wie gesagt, wenn ich den Upload hier regelmäßig halten soll, dann lasst doch gerne wieder einen Daumen nach oben da. 1500 wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig nice Sache. Also haut euch ins Zeug hier. Wir starten auf jeden Fall rein in die heutige Folge mit drei Scout-Berichts. Netter Plural, Simon. Erstmal gucken wir uns das vom E-Kaiser an. Das ist unser deutscher Scout. Und dieser Albrecht hat eine ganz gute Gesamtbewertung, aber das Potenzial ist echt ziemlich scheiße. Schade. Gucken wir mal, was sonst noch hier so am Start ist. 49 bis 61, aber auch ein schlechtes Potenzial. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Gutes dabei ist. Tim Vogel. Ja, auch nicht so ein geiles Potenzial. Was hat der momentan für einen Wert? 80.000. Also der Deutsche hat auf jeden Fall nichts Gutes gebracht. Gucken wir mal, was der Scout aus der Türkei hier mitgebracht hat. Schauen wir mal, ob hier irgendwas dabei ist. Die haben alle jetzt nicht so eine krasse Gesamtbewertung und das Potenzial sah jetzt auch nicht so heftig aus. Okay, der hier ist richtig schlecht. Guckt euch den mal an. 31 bis 43 Potenzial, 54 bis 74 Gesamtbewertung. Okay, sehr nice. Also den brauche ich auf jeden Fall nicht. Und der letzte Scout aus Belgien. Schauen wir mal, ob der irgendwas da Gutes dabei hat. Das sieht jetzt auch alles nicht so nice aus. Nee. Also hier war leider auch nichts Gutes dabei. Schade. Wäre nice gewesen, aber hier war jetzt auch keiner dabei, der mich irgendwie vom Hocker reißt. Also bis jetzt mit den Jugendtalenten noch nicht wirklich so geil. Schauen wir erstmal am Anfang dieser Folge auf den Kalender, was als nächstes so ansteht. Wir haben Spiel gegen Braunschweig, dann gegen Aue und da sind wir auch schon im Dezember. Das heißt, wir haben nur noch nominell 6 Spiele vor uns und dann geht's auch schon in die Wintertransferphase, in der wir schauen werden, dass wir den Kader vielleicht noch etwas verstärken. Also ich denke mal, 1-2 Spieler werde ich im Winter noch holen. Vielleicht können wir dann auch noch was verkaufen. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, ich werde heute das Spiel gegen die Würzburger Kickers selber spielen und davor gegen Braunschweig und gegen Erzgebirge Aue simulieren. Dazwischen haben wir natürlich noch ein paar Trainings, die wir abliefern wollen. Und ja, im Normalfall sollte Simon Gamerbrother sich dann an dieser Folge auf 40 verbessern. Ich meine, er hat jetzt 38, genau, das sehen wir hier. Also 40 ist auf jeden Fall drin. Hoffen wir mal, dass er das vielleicht in dieser Folge tatsächlich schafft. So, das Auswärtsspiel in Braunschweig steht an. Schauen wir mal, wo die momentan in der Tabelle stehen. Und die sind, ich finde sie hier gerade gar nicht, 14. Okay, und die Würzburger Kickers 16. natürlich. Und Erzgebirge Aue 15. Das heißt, wir spielen jetzt hintereinander in der Reihenfolge gegen den 14., gegen den 15. und dann gegen den 16. Also Stand jetzt zumindest. Würzburger Kickers, die haben einfach erst einen Sieg und schon 6 Unentschieden. Läuft bei denen. Braunschweig sogar schon 7 Unentschieden. Also wir spielen hier gegen die drei Mannschaften mit den meisten Unentschieden. Also es könnte den unentschiedenen Gewitter jetzt geben. Also 3 unentschiedenen Folge wären jetzt echt kacke. Davon müssen wir auf jeden Fall ein Spiel gewinnen. Also zumindest das Heimspiel gegen den 15. sollten wir gewinnen. Ich schau mal kurz, wie wir die Mannschaft aufstellen werden. Ich denke mal, ich werde Szymanowski für Maxim von Anfang an spielen lassen, denn der war gerade von der Nationalmannschaft noch unterwegs. Ansonsten lasse ich wieder Kempf für Sunje spielen und Großkreuz von Anfang an. Ich denke mal, den Rest lasse ich so. Khedira hat mir ganz gut gefallen. Dann lassen wir die Aufstellung so. Simon Gamerbrother natürlich von Anfang an. Dann gehen wir rein in unser Spiel gegen Braunschweig. Freunde, bevor wir starten, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr bei meinen Sponsoren IGFault und MMOGA vorbeischaut. Bei IGFault gibt es momentan richtig günstige Coins. Jetzt Freitag ist ja der Black Friday. Das heißt, da wird es richtig, richtig kranke Packs geben. Also bereitet euch da auf jeden Fall vor. IGFault für richtig günstige Coins. Discount-Code BRO mit 6% ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und MMOGA könnt ihr auch abchecken, denn dort gibt es günstige PSN-Karten und Microsoft-Points, falls ihr richtig dick Packs sehen wollt. Wir haben übrigens hier das 1:0 gemacht durch Szymanowski und Maxim. Kommt für Gamerbrother rein. Aber vielleicht haben wir den Assist gegeben. Wer weiß. Und Kumbela verletzt sich bei Braunschweig und Boland macht in der 85. das 1:1. Und ja, Braunschweig ist ein Unentschieden-König. Und
Das ist blöd. Und Würzburger Kickers, die haben auch unentschieden gespielt. Was spielen die denn die ganze Zeit unentschieden, Freunde? Ich war noch nicht fertig. Deshalb, schaut auf jeden Fall bei MMOGA vorbei. Jetzt Black Friday. Ich kann euch das nur sagen. Ultimate Team wird richtig, richtig heftig. Die Spieler werden günstiger. Deshalb gönnt euch auf jeden Fall jetzt Coins. Weil wenn die Spieler gar günstiger werden, dann werden natürlich auch die Coins teurer. Ist ja eine ganz klare Sache. Weil dann einfach mit mehr Coins mit weniger Coins noch mehr Spieler geholt werden können. Also bereitet euch darauf vor. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar gegönnt. Deshalb macht das auf jeden Fall. Das macht Sinn. Vor diesem Black Friday letztes Jahr war da komplette Eskalation. Ist nur wirklich ein gut gemeinter Tipp von mir. Da geht's richtig ab. Jetzt schauen wir hier ins Training rein. Ein A bei El Rondo. Komm schon. Ist hier sogar schon 40 drin. Auf 39 sind wir hoch. Und wir sind so ein kurzes Stück vor den 40. Naja, egal. Aber wir sind kurz davor, das zu packen. Und haben mittlerweile schon 52 Kurzpass. Bei uns läuft. So, das erste Unentschieden hatten wir jetzt schon mal, aber es ist jetzt nicht sonderlich was passiert. Bochum ist rangerückt, wir sind jetzt also nur noch 5 Punkte vor dem dritten, aber weiterhin 2 Punkte vor Hannover. Das heißt, die haben auch unentschieden gespielt. Und jetzt kommen wir ins zweite Spiel gegen Aue. Hier wollen wir natürlich nicht nur unentschieden spielen. Deshalb werde ich wieder ein bisschen rotieren. Maxim hat ja Form nach oben, kommt in die Startelf genauso wie Kor. Und ich möchte Klostermann gerne mal als Linksverteidiger spielen lassen. Einfach ein bisschen rotieren. Jeder Spieler soll natürlich seine Chance bekommen. Und jetzt zu Hause sollte eigentlich gegen Aue ein Sieg drin sein. Ich hoffe es zumindest. Wir starten rein in die Partie. Simulieren natürlich. Aue, gucken wir mal, gegen wen die als letztes gespielt haben. Und immer noch 15. Braunschweig jetzt 16. Okay, ey, einfach Braunschweig mit 8 Unentschieden. Aber kann natürlich auch sagen, die haben erst 3 Spiele verloren. Ich spiele halt nur viel zu häufig Unentschieden. Egal, wir starten rein in die Partie gegen Aue. Gucken nochmal vorher 2 Nachrichten. Angebot zurückgezogen, Nationaltrainer wollte ich da eh nicht werben. Und Grigic fragt, ob er spielen darf. Ich schau mal kurz, wer dieser Grigic ist. Wenn er nicht so eine schlechte Gesamtbewertung hat, könnten wir dem tatsächlich mal eine Chance gegen Braunschweig geben. Was hat er für eine Gesamtbewertung? Wo ist er denn? Ah, da, 66. Ja, komm, dann lasse ich den mal spielen. Packe ich den für Khedira rein und für Kor dann von Anfang an. Der Grigic sagt mir auf jeden Fall was. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie gut er ist in der zweiten Liga. Ob der viel für Stuttgart spielt. Aber der Name sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Den geben wir hier auf jeden Fall mal die Chance. Und ihr könnt sowieso mal Kommentare schreiben, wen wir hier öfter spielen lassen sollen. Vielleicht mal so eine Startaufstellung, wie ihr aufstellen würdet. Ich denke mal, dass Simon Gamer Brother gesetzt ist. Ist ja soweit klar, weil er mit Abstand der Beste ist. Aber ihr könnt ja mal eure Startaufstellungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Macht das auf jeden Fall mal. Weil ich echt mir ein bisschen unsicher bin. Szymanowski von Anfang an. Maxim von Anfang an. Was machen wir mit Klostermann, Großkreuz? Wir haben ja auch so viele Außenverteidiger. Kor ist ja auch noch am Start, der jetzt in der letzten Zeit ein bisschen durch Khedira ersetzt worden ist. Deshalb schreibt das auf jeden Fall mal rein. Mich würde es interessieren. Und jetzt gehen wir endlich in die Partie gegen Aue. Das müssen wir gewinnen. Ich will da kein Unentschieden sehen. So, let's go in die Partie gegen Aue. Kommt schon, das ist ein Heimspiel. Wir müssen das gewinnen. Ich bin vor allem auf Krieg gespannt und wir kriegen nach 9 Minuten das 0:1 und kämpft mit einer gelben Karte. Ist da vorher ein Freistoß passiert oder was? Wobei der hat die gelbe ja nachher bekommen. Vielleicht hat er gemeckert, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall liegen wir auch zur Halbzeit hinten. Jungs, was ist da los? Wir können nicht gegen Aue verlieren. Nicht zu Hause. Zimmer für Mané in der Partie. Kor für Gamer Brother und Kor macht das 1:1. Ey, wenn wir jetzt wieder unentschieden spielen. Komm schon, Jungs. 5 Minuten noch. Wir spielen einfach wieder unentschieden. Ey, wenn wir jetzt das dritte Spiel, was ich ja gleich selber spielen werde, auch unentschieden spielen, dann war das einfach die Prediction der Folge. Aber gut, Gamer Brother wieder ausgewechselt. Ich check trotzdem mal kurz ab, ob er vielleicht im Spiel da vorne Vorlage gemacht hat. Das würde mich mal interessieren. Und schauen wir mal einmal kurz rein. Hat er schon 39 und die Form relativ gut nach oben. Er hat leider keine Vorlage gemacht. Schade. So, das könnte jetzt der nächste Meilenstein werden. Wir trainieren Simon Gamer Brother, der hat jetzt die Chance, auf eine 40er Gesamtbewertung zu kommen. Und diese Chance nutzt er auch. Wieder mit einem A bei El Rondo passen. Sehr schön. 41 hat es noch nicht ganz für gereicht, aber trotzdem richtig nice. Wir haben jetzt auch schon fast 50 Ballkontrolle und 46 Dribbling. Und schon fast 50 Abschluss, ja. Es läuft bei Simon Gamer Brother. Es läuft richtig gut. Also 40er Gesamtbewertung nach knapp einem halben Jahr. Das geht eigentlich voll klar. Okay, wir kriegen noch einen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Haben da ja momentan nur diesen Robbe Plettovet drin, wenn man den so ausspricht. Oder Plaetivuet? Nein, so spricht man nicht aus. Ich sag mal Plettovet. Das ist ein komischer Name, ist halt ein Belgier. Ne? Aber sehr schön. Also 17 Jahre, 60er Gesamtbewertung. Ist gar nicht so schlecht. Vielleicht verpflichte ich den mal im Winter und leihe ihn dann aus. Also der scheint ja nicht so schlecht zu sein. 1,95 auch groß. Also ich mag das ja, wenn Tölter ein Stück größer sind. Ich hasse so Tölter, die nur so 1,85 groß sind. Ich meine, was soll ich sagen? Ich bin 1,74, aber okay. Okay. Aber ich hasse das vor allem in Ultimate Team, wenn Tölter klein sind. Und zusätzlich bedankt sich Grigic noch, dass er spielen durfte. Ja, gerne doch. Anscheinend hat er sogar ganz gut gespielt. So, vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers mache ich hier nochmal ein Training. Und dann schauen wir mal,
ob Simon Gamer Brother sich hier sogar auf die 43 entwickelt kann. Komm schon, das wäre natürlich jetzt richtig nice. Ich glaube, der hat sich gerade von alleine auf 42 entwickelt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, müsste sein. Guck mal, der hat schon 51 Dribbling. Okay, krass, der hat gerade echt einen guten Sprung gemacht. Schauen wir noch mal rein, ob jetzt hier auch noch 43 drin sind. Das wäre ideal. Da hätte er sich in dieser Folge alleine schon wieder um 5 Gesamtstärke verbessert. Hat zwar jetzt hier nicht die besten Trainingsleistungen angeblich gezeigt. Oder angeblich anscheinend gezeigt. Aber egal, 43... Na, schon fast auf der Hälfte zu 44. 54 langer Pass, 55 kurzer Pass. Die Werte, na, so wenn die auf die 60 zugehen, dann sieht das schon echt langsam nach was aus. Und da sind wir auch schon beim Auswärtsspiel bei den Freiburger Kickers. Genau, bei den Würzburger Kickers. So ist es, Freunde. Und wir wollen dieses Spiel natürlich gewinnen. Es schneit, beziehungsweise als Wettereinstellung stand da gerade Gestöber. Das heißt, es fisselt Schnee, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, Freunde. Wir sind hier an einem Montagabendspiel. Das gibt es nur in der zweiten Bundesliga, Freunde. Und wir sehen in der Tabelle, die Kickers immer noch auf dem 16. Platz sind natürlich auch Bundesliga-Neuling oder Zweitliga-Neuling. Und die haben momentan ein Spiel weniger als die Konkurrenten davor. Und die sind eben auch mit Aue und Braunschweig zusammen hier mit die Unentschieden-Könige. Und gegen Aue und Braunschweig haben wir auch schon nur Unentschieden gespielt. Deshalb sehen wir hier, oh, eine echte Aufgabe. Würzburg, warum sage ich die ganze Zeit den Namen? Weil Würzburg hat die schlechteste Offensive und wir haben die beste Defensive. Also es wird echt ein Stück Arbeit für Würzburg hier werden. Trotzdem, wir haben die letzten beiden Spiele nur unentschieden gespielt gegen eben diese unentschieden Könige. Und jetzt kommt auch noch Würzburg dazu. Deshalb, ich hoffe, dass wir diese Partie gewinnen. Wir schauen uns erstmal die Startformation der Kickers an. Die kommen hier mit einem 4-5-1 in die Partie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne von den Spielern so gut wie gar keine. Schröck sagt mir was und Lagos, aber ich kenne von Würzburg echt keine sonderlich guten Spieler, beziehungsweise ich kenne von denen einfach fast gar keine Spieler. Liegt aber auch daran, dass ich die dritte Liga gar nicht verfolgt habe und auch die zweite Liga nicht so wirklich intensiv. Ab und zu schaue ich da mal diese Spitzenspieler, aber sonst eigentlich fast nie. Muss ich leider so sagen. Und dann gucken wir uns gleich mal die Aufstellung der Stuttgarter an. Ich denke mal, da sind schon ein paar prominentere Namen in der Startaufstellung zu finden, wie zum Beispiel Simon Gamer Brother, heute wieder in der Startelf. Ansonsten habe ich Griegelsch wieder die Chance gegeben. Insua rückt wieder rein für Klostermann. Und Zimmer, der hat sich auf 75 entwickelt, darf heute als Rechtsverteidiger für Großkreuz spielen. Des Weiteren habe ich diese dritten Alternativtrikots genommen. Die sind eigentlich wie die Heimtrikots, nur in Grau und haben dann anstatt dieses Rot Schwarz, so auch zum Beispiel die schwarzen Hosen. Finde ich, sieht richtig nice aus. Bin mal gespannt, ob diese Trikots Glück bringen. Und dann sollten wir auswärts bei den Kickers eigentlich als Tabellenführer hier einen Sieg mitnehmen. Denn drei Spiele sieglos hintereinander, damit bleibst du im Normalfall nicht Tabellenführer. Maxim nimmt direkt Griegic mit. Oh, der verliert hier den Ball. Auf diesen Griegic bin ich echt mal gespannt. Also der scheint ja ganz gut gespielt zu haben und hat sich da auch echt bedankt. War vielleicht echt ganz gut, dass wir den mal hier mit berücksichtigt haben. Den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Zettel. Hier ist er direkt. Griegic, den hat er jetzt gut rausgespielt zu Maxim. Da ist Gentner. Jetzt drehen wir uns und da läuft Terodde in die Schnittstelle, Terodde. Aber dann auf den Torwart direkt. Da braucht er sich nicht mehr bewegen, sondern kann ihn einfach da locker fangen. Schade, aber unsere erste Möglichkeit in diesem Spiel. Oh, gute Balleroberung. Jetzt Griegic auf dem Weg nach vorne. Links läuft Maxime, der im Doppelpass mit Griegic. Gamer Brother jetzt am Ball. Vielleicht können wir die Seite wechseln. Die Idee war gut auf Mané. Aber dann wurde er da doch zugestellt und der Pass war jetzt auch nicht ideal. Aber wir können uns den Ball nochmal holen. Mané jetzt mal mit einem Antritt. Der ist natürlich sehr schnell. Mané steckt den Stück zu weit durch. Was natürlich auch dazu kommt, der Boden ist richtig glatt, weil da eben so eine leichte Schneeschicht drauf ist. Da müssen wir echt aufpassen. Ist für uns als, ja, technisch wirklich deutlich bessere Mannschaft mit den auch einfach besseren Spielern, muss man so sagen. Wir sind individuell hier stärker als die Würzburger Kickers. Ist natürlich auch klar, wir sind Absteiger aus der ersten Liga und die Aufsteiger aus der dritten Liga. Das spielt denen auf jeden Fall mehr in die Karten als uns. Die werden hier natürlich versuchen, über den Kampf zu kommen. Deshalb wird auf jeden Fall keine einfache Begegnung. Und bis jetzt in den ersten 25 Minuten auch keine wirklich großen Chancen für uns bis jetzt da gewesen. Deshalb, wir schauen mal, dass wir uns hier in die Partie reinarbeiten. Aber das war jetzt mal stark. Links ist viel Platz für Maxim. Die Mitte ist aber zu, bringt den Ball doch nochmal rein. Und war das Hand, ist die Frage. Das sah so, als hätte der Würzburger da die Hand am Ball. Ich habe keine Ahnung. Schiedsrichter hat es auf jeden Fall nicht gepfiffen. Und jetzt mit Terodde Pressing. Aber der Torwart kann das dann doch relativ locker lösen. Aber wir sehen hier, wir machen vorne da echt gut Druck und zwingen dazu, Würzburg lange Bälle zu spielen. Aber das lösen sie hier ganz gut. Kommen jetzt vielleicht mal zur ersten Chance. Ja, spielen das hier nicht schlecht, aber jetzt kommen wir wieder an den Ball. Sehr schön. Ah, Terodde mit Gamer Brother. Die lassen jetzt den Ball gut laufen. Jetzt mal durch die Mitte. Und auch der Pass ist wieder super schnell da über den Rasen gerutscht und war deshalb einfach nur unpräzise. Das wird uns hier echt ein bisschen zum Verhängnis. Die Platzverhältnisse
spielen uns hier überhaupt nicht in die Karten. Jetzt langer Ball von Würzburg. Oh, Zimmer da mit Problem, will ich mal sagen. Oh, starker Ball auf Gentner. Komm schon, der Kapitän treibt jetzt die Mannschaft nach vorne. Ich stelle jetzt auch mal auf offensiv. Gentner macht das gut. Terodde links jetzt viel Platz für Klostermann. Den haben wir genau für solche offensiven Läufe eingewechselt. Klostermann, wo ist eine Anspielstation? Da ist eine. Gamer Brother am Ball. Kommt vorbei. Gentner zurück auf Gamer Brother. Und der macht schon wieder ein Tor. Keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Simon Gamer Brother mit dem nächsten Tor. 0:1. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Wir haben uns so schwer getan in dieser Partie. Und dann ein absolutes Glückstor. Das war nicht gut gespielt. Guckt euch das an, wie das funktioniert. Der Ball bounced zweimal vom Verteidiger zurück. Erst von dem einen da bei dem Pass von Gentner und dann nochmal hier bei Diaz. Und Simon Gamer Brother sagt, danke, der hat ja 5-Star-Weakfoot. Und dann legt er den da trocken rein. Und so kann man sich dann auch mal als 80-jähriger Faller oder wie alt der auch immer sein soll freuen. 0:1. Simon Gamer Brother wird hier noch zum richtigen Torjäger, Jungs. Oh, und Würzburg direkt. Und das war richtig stark verteidigt von Knoche. Da sieht man einfach, dass das eigentlich ein gestandener Erstligaspieler ist. Gut, dass wir den verpflichtet haben. Und wir kommen direkt nochmal nach vorne. Der Pass ist gut auf Terodde. Der versucht, den durchzuchippen. Das gelingt nicht. Aber Gamer Brother holt nochmal den Ball. Der kommt in die Mitte. Und 0:2. Was ist denn jetzt los? Und wer war das? War das Grigic? Nee, das war Maxim. Grigic wäre natürlich auch eine schöne Geschichte gewesen. Und das ist dann einfach unsere Klasse. Das ist einfach überragend. Wir haben zwei gute Torchancen in diesem Spiel und machen die beide rein. Und der Schuss von Maxim war schon fast ein Dropkick. Ja, doch, war ein Dropkick. War echt richtig gut. Ich glaube, der war sogar durch die Beine. Ja, durch die Beine vom Verteidiger. Jedenfalls führen wir 0:2 und jetzt sollte das Ding ja auch entschieden sein. Sehr schön, Jungs. Jetzt kann ich auch gleich ein bisschen wechseln. Denn einige Spieler von uns waren echt richtig müde bei solchen Verhältnissen. Ja, da zieht das auch ganz schön Kraft ab. So, Zimmer. Also Würzburg jetzt hinten sehr weit offen. Und wir kommen jetzt nach vorne mit Mané. Oh, der macht das richtig stark. Zimmer läuft mit. Da hinten ist noch einer. Und zwar Terodde. Der fehlt noch. Dritte Torchance. Drittes Tor, 75. Minute. Wir sind jetzt einfach eiskalt. Und das ist dann eben die Klasse einer absoluten Spitzenmannschaft. Wenn man die Chancen so reinmacht, Würzburg tut mir natürlich jetzt auch ein bisschen leid. Die haben jetzt versucht, hinten alles aufzumachen, vorne nochmal alles zu geben. Ist natürlich klar. Und ja, solche Lücken nutzen wir dann eben mit Top-Leuten wie Terodde aus. Der ist auch momentan in Real Life richtig stark. Macht hier aber erst ein drittes Tor, okay. Dann muss er vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Ich habe es auch gerade angesprochen. Jetzt kommt bei uns nochmal ein Doppelwechsel. Also unsere Wechselmöglichkeiten sind jetzt hier erschöpft. Terodde geht auch raus, gerade getroffen. Simon Gamer Brother verlässt auch das Feld. Also zwei Torschützen gehen runter. Und dafür kommen jetzt Asano und Szymanowski in die Partie. Einfach nochmal vorne den Jungs ein bisschen die Chance geben. Und Terodde und Gamer Brother sollen sich natürlich auch ausruhen. Ne, die waren jetzt fitnessmäßig nicht mehr ganz so gut dabei. Aber hat ja bei beiden nochmal für ein Tor gereicht. Oh, Asano leitet den gut weiter. Maxim kriegt den nicht. Asano geht aber nochmal drauf und kriegt den Ball hier fast nochmal. Uiuiui, also die Kickers jetzt hier hinten. Wirklich mit schlechtem Passspiel. Schauen wir noch, 5 Minuten sind noch auf der Uhr. Den kriegt Kempf nochmal. Szymanowski, den können wir eigentlich nochmal lang schicken. Denn der hat noch richtig viel im Tank. Der ist natürlich auch gerade erst eingewechselt worden. Holt hier zumindest nochmal den Einwurf raus. 90. Minute läuft das auch schon. Partie sollte gleich vorbei sein. Klostermann ist nochmal, guckt euch das an. Also Kickers, die sind jetzt hier hinten richtig schlecht in der Defensive. Natürlich Moral auch sehr weit unten, wenn man 0-3 zu Hause hinten liegt. Schauen wir nochmal, ob offensiv nochmal was geht. Ah, die Idee war gut. Die Umsetzung aber nicht. Jetzt ist die Partie vorbei. 0:3 Auswärtssieg. Richtig starkes Spiel unserer Jungs. Ein absoluter Arbeitssieg. Wir haben jetzt hier nicht brilliert oder so. Ich glaube, wir hatten ja in der Tat auch nur 4 Schüsse aufs Tor. Davon sind halt 3 reingegangen. Aber selbst offensiv, defensiv eigentlich gar nichts zugelassen. Die Kickers ohne einen richtigen Torschuss. 2 Schüsse nur gehabt. Deshalb, also mir gefällt die Partie so echt gut. Wir haben den Kampf angenommen, haben es dann teilweise auch technisch gut gelöst. Und Simon Gamer Brother mit einer 9,5, aber nicht Spieler des Tages. Er hat natürlich das wichtige 1:0 erzielt, aber Zimmer war es am Ende, der hier mit 9,5 Spieler des Tages geworden ist. Vor allem unsere Defensive ist auch richtig gut bewertet worden. Einfach die komplette Viererkette mit über 8 Komma. Oh, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich bin super zufrieden, dass wir dieses Spiel endlich gewinnen konnten. Dann gehen wir doch aus dieser Folge noch mit dem Sieg raus. Sehr wichtig, Junge. Nach diesem erfolgreichen Spiel blicken wir natürlich nochmal auf die Tabelle. Und da sind wir jetzt 3 Punkte vor dem VfL Bochum und 4 Punkte vor Hannover. Also es bleibt oben auf jeden Fall spannend. Und in der nächsten Folge, ihr seht schon, werden wir das Spitzenspiel gegen Bochum spielen. Wobei, das ist noch nicht mal ein Spitzenspiel. Das ist ein absolutes Verfolgerduell. So möchte ich das mal ausdrücken. Gegen die Bochumer, die könnten
tatsächlich vielleicht sogar Erster werden, wenn die das Ding gewinnen. Ich schau mal kurz, wie es bei denen mit der Tordifferenz aussieht. Ja, eine 12er Tordifferenz. Die brauchen nur 1-0. Nee, wenn die 1-0 gegen uns gewinnen, dann sind, glaube ich, beide Erster. Oder zählt da der direkte Vergleich? Ich weiß nicht, wie das in der Bundesliga ist. Aber dann wäre ja in der Theorie alles gleich. Genau gleich viele Tore, genau gleich viele Gegentore. Und genau halt dann eben, genau, natürlich, ne, resultiert daraus die gleiche Tordifferenz. Das wäre echt super interessant. Müsste man sich mal anschauen. Also ich glaube, ich probiere das gleich mal aus und versuche ein paar Spiele zu simulieren, bis ich da auf 0-1 für Bochum rauskomme. Weil was dann passiert, würde mich echt mal interessieren, ob dann echt zwei Mannschaften gleichzeitig Erster sind oder ob die dann vor uns sind wegen der Tordifferenz. Keine Ahnung, was da passiert. Trotzdem, wir stehen momentan echt gut da in der Tabelle. Ich meine, besser geht's ja eigentlich nicht. Wir sind Tabellenerster, haben bis jetzt erst ein Spiel verloren. Also bis jetzt läuft es wirklich richtig, richtig gut. Wir haben nochmal drei Nachrichten. Und zwar Wales wollte uns ja als Trainer, da antworte ich jetzt aber erstmal nicht. Wenn nämlich nur Deutschland an, weil das hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, dann können wir nämlich Simon Gamer Brother noch zum gestandenen Nationalspieler machen. Das wäre ja auch eine coole Sache. Ansonsten war es das erstmal von der Folge. Simon Gamer Brother einfach wieder mit einem Tor. Aber wenn er so weitermacht, wird er hier noch Torschützenkönig. Ich meine, fehlen ja nur 6 Stück auf dem Lapa. Und wir haben in dieser Torschützenliste, ehrlich gesagt, noch keinen wirklich drin, außer Mané mit 5 Toren, aber ja. Also Bochum ist da schon besser vertreten mit Mlapa und Eisfeld. Mlapa mit 8, Eisfeld mit 6. Wir brauchen noch einen richtigen Torschützen. Da wäre ja der Simon Gamer Brother einer, der sich auf jeden Fall anbieten würde. Hat er jetzt eine 43er Gesamtbewertung. Also es läuft momentan echt gut. Ich bin super zufrieden. Wieder ein Tor gemacht. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen, Freunde. War auf jeden Fall wieder eine richtig nice Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr supportet diese Serie einfach weiterhin, so wie ihr es bis jetzt macht. Ohne Witz, ich liebe diese Serie. Das macht so viel Spaß, einfach mal eine schlechtere Karrieremannschaft zu haben, als immer nur Bayern, Bayern, Bayern. Ich spoiler jetzt auch hier schon mal. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr nur eine Saison bei der Bayern-Karriere machen und mir danach noch eine zweite Mannschaft suchen, mit der ich was mache. Aber diese Stuttgart-Karriere, die werde ich auf jeden Fall durchziehen. Vielleicht auch noch ins zweite, dritte Jahr gehen. Es macht einfach nur Bock. Es macht einfach nur Bock, einen Spieler hochzuziehen, der am Anfang überall 1 hatte. Und jetzt, wir sind gerade mal Anfang Dezember und der hat jetzt schon 43. Er hat einfach um 42 Gesamtbewertungspunkte verbessert. Richtig, richtig krass, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, supportet das auf jeden Fall weiter. Lasst einen Daumen da. Checkt hier die Videos ab, die verlinkt sind. Und haut rein. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns morgen wieder bei einem Video. Ciao.